Da heute kein Video von mir kommt, beziehungsweise kein Gesangsvideo, weil ich entweder keine Zeit hatte oder keine Motivation hatte, lade ich hier jetzt ein wunderschönes, mehr oder minder Kochvideo hoch. Ich brate gerade Süßkartoffeln. Warum ich sie so geschnitten habe, weiß ich gar nicht. Ich fand die Form schön. Und dazu gibt es Avocado. Mama kommt es dann bald. Unsere Avocado wird mit Zitronensaft. Ich bin zu faul, eine Zitrone aufzuschneiden. Obwohl es eigentlich besser wäre, aber ich bin zu faul. Salz und Pfeffer gemacht. Ich Kräutersalz oder will ich das andere Salz? Ich weiß es noch nicht. Wenn man zu viele Gewürze hat und ich weiß, was man nehmen soll. Chili-Salz, Salz oder Kräutersalz. Ich glaube, man benutzt das immer. Ja, hier habe ich auch noch gar nichts drin, fällt mir auf. Ja, wir würzen das jetzt. Hier kommt Pfeffer rein. Pfeffer. Und Salz. Ist natürlich Kräutersalz drauf. Weil das schon offen ist. Und mein Lieblingsgewürz. Knoblauch. Könnte ich eigentlich auch eine Scheibe abschneiden, aber ich bin eine faule Nuss. Deswegen machen wir das nicht. Ja, es ist hier schon sehr interessant, mir beim Kochen zu sehen. Ich glaube es auf Wort, es ist sicher sehr interessant. Ich mag Knoblauch. Ja. Jetzt muss ich dann erstmal die Sachen, die ich benutzt habe, in die Geschirrspülmaschine packen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Sachen sauber sind oder nicht. Es sieht aber danach aus, als wären sie so. Nein, sie sind dreckig. Tatsächlich. Aber sie sehen sauber aus. Ah, nein, sie sind dreckig. Okay. Ja. Dann kann ich die Sachen hier reinstecken. So, einmal. Und eigentlich bin ich fertig. Nein, das war oben. Das hier. Kommt jetzt da so rein. Das tut mir echt leid. Dafür kommt halt dieses Video hoch, bei dem ihr wahrscheinlich sowieso fast nichts seht. Aber ja. Genau, heute gibt es Avocado und gebratene Süßkartoffel. Ich sehe heute aus wie der letzte Depp. Ich muss mich heute schminken, weil ich so scheußlich aussah. Und jetzt warten wir, bis es fertig ist. Und bis Mama kommt. Genau, in der nächsten Zeit werden wieder mehrere Uploads kommen. Ihr habt ja eigentlich schon mitbekommen, dass ich einen relativ normalen Rhythmus mittlerweile gefunden habe. Entweder alle 2 Wochen oder jede Woche montags um 12 Uhr. Ja, ich denke, es ist ein relativ guter Rhythmus und ich komme auch langsam wieder in meine Motivation hinein, die ich lange Zeit nicht hatte. Genau, also nächste Woche wird ein Trio folgen, Montag, 12 Uhr, mittags. Ich weiß, da sitzen alle in der Schule oder sind auf der Arbeit, aber hey. Und genau, darauf werden dann noch Duette und Solos folgen. Ich habe auch schon einige in Bearbeitung. 2 sind, glaube ich, schon wieder fertig. Genau, seid also gespannt. Das war es dann heute auch schon mit Sassi in ihrer Freizeit, wenn sie gerade mal unkreativ kocht. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Das war irgendwie ein Update-Koch-Video.